Ihr Lieben, wir spielen weiter in Anno 1800 live und wir sind hier in unserer Hauptstadt unterwegs. Es gab Problemchen, ich sage es ganz offen, weil Enhalo uns den Krieg erklärt hatte, die Piraten anführen. Wir konnten uns schlecht um unsere eigenen Städte kümmern. Wir haben gemerkt, wie heikel das ist, wenn die Aufmerksamkeit zweigeteilt ist auf den Krieg und auf den Frieden. Und wenn das eine dann nicht funktioniert, weil man beim Krieg halt um sein nacktes Leben und Überleben kämpfen muss. Hier in der Hauptstadt gab es Probleme mit dem Öl. Das Ölkraftwerk oder die Ölbohrtürme waren ausgefallen, waren kaputt. Wir hatten sie nicht reparieren können. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Auch in Übersee, in Kap Trelawney, gab es diverse Probleme. Da waren Wohnhäuser eingestürzt. Sie haben jetzt für alles wieder gesorgt. Sie haben dafür gesorgt, dass die Produktionsketten wieder aufgestockt werden, dass die Leute Arbeitskleidung haben. Und wir haben Fischereihäfen gebaut und hoffen, dass jetzt endlich alles sauber und ordentlich läuft. Was noch ein Problem ist, das ist das Thema Einfluss. Denn wir haben zu wenig Einflusspunkte, um immer das zu machen, was ich so gerne mache, nämlich der freien Presse in die Suppe zu spucken und ein wenig dort zu lektorieren. Also zu korrigieren, wenn die Zeitungsschreiber vielleicht nicht immer das rechte Wort getroffen haben. Dafür brauchen wir ja Einfluss. Wir haben ein bisschen Einfluss zu wenig und den erzeugen wir aber durch Investoren. Dafür wiederum müssen wir ein paar Ingenieurshäuser upgraden. Das machen wir gleich. Das ist die kurze Zusammenfassung, wo wir stehen. Mit dabei heute Abend sind an meiner Seite Michael und Fox und Ivy und Orun. Hallihallo. Hallo ihr Lieben und hallo an 168 Zuschauer auf Twitch und auf YouTube und natürlich an alle, die Aufzeichnung gucken. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Das höre ich gerne. Wir legen jetzt gleich mal los und sorgen dafür, dass wir noch ein paar Ingenieure mehr bekommen, damit wir die dann zu Investoren machen können. Das heißt, wir wollen hier bei den Handwerkern ein paar Upgrades durchführen und hoffen, dass das klappt. Wir werfen vorher sicherheitshalber mal einen Blick in eines unserer Lagerhäuser und checken mal bei den Konsumgütern, wie die Situation hier ist. Bier ist nicht mehr viel da, könnte auf ein Problem hinweisen. Ein paar Sachen lassen nach im Augenblick, weil wir die Produktion lahmgelegt haben. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Kaffee schwankt immer. Deshalb wird den importieren wir. Es wird uns immer angezeigt, es wäre zu wenig. Das hängt aber halt damit zusammen, dass das halt über den Import läuft. Und das ist genau wie bei Kaffee. Und bei Zigarren kann man sich auf die Anzeigen nicht verlassen. Der Rest scheint soweit okay zu sein. Also ihr könnt mal bei Bier noch etwas auf Vorrat investieren. Bevor wir das machen, werfen wir mal überall hier. Hier rattert übrigens, schaut mal hier. Hier rattert die Lok hin und her. Bevor wir das machen, gehen wir mal im Flugzeugmodus oder im Vogelschau, in der Vogelschauperspektive hier mal überall rüber und halten Ausschau, ob es Warnmeldungen gibt. Ob wir irgendwo etwas korrigieren müssen, ob irgendwo uns ein Problem angezeigt wird durch rote Schilder, sowas wie hier zum Beispiel. Es gibt keinen Strom in der Geschützfabrik. Die deaktiviere ich mal, dann sparen wir Geld und Arbeitskräfte. Aber das wird gleich sicher alles verbessert. Hier gibt es ein Problem, fehlende Waren. Das Öl muss noch kommen. Das kommt aber gleich, da müssen wir uns jetzt nicht so viel Sorgen machen. Soweit alles okay? Ja. Also ich würde sagen, wir warten erstmal, bis das Öl überall verteilt ist, bis wir hingehen und jetzt noch auf Teufel komm raus, zig neue Leute upgraden oder ich werfe einen Blick in die Ingenieurshäuser. Das sind die Investoren. Das hier sind... Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ach, wir haben ein Problem. Wo denn? Hier gab es eine... Problem? Aha. Hier in Crown Falls gab es eine Epidemie. Wir hatten kein Krankenhaus, da müssen wir gleich mal nachhelfen. Fischprobleme werden uns auch hier berichtet, aber das ist, glaube ich, einfach noch, dass das Haus halt eine Weile leer stand und es gab früher halt hier Fischprobleme. Mittlerweile dürfte das alles kein Problem mehr sein. Es gab hier eine Epidemie, aber es gibt hier auch wieder ein Hospital. Hier steht das, insofern müssen wir uns keine Sorgen machen. Das wird ganz knapp hier alles versorgt. Ganz knapp funktioniert das. Ich gehe ja oben hin. Und baue hier noch ein bisschen was weiter im Norden aus. Das kann nie schaden. Jetzt erweitern wir erstmal die Stadt. Mhm. So machen wir das. Die Frage ist, wie weit reicht das hier? Vergiss nur nicht, deine Wege freizulassen für die Bäume. Unbedingt, das muss sein. Deine Bitterkeit. Die kommen problemlos bis hier unten hin.
Nö, das ist alles bestens. Ich bin ja auch schon dabei. Northworthman fragt gerade, ob das Geld, das du hast, ausreicht für Anno 1800. Das Geld, das ich habe, links oben, ja. Die 41 Millionen, ja. Ist das eine ironische Frage? Nein, er meint, ernsthaft, ob das Geld mittlerweile als Unsumme gilt oder ob man später mehr benötigt. Was denkst du? Ich finde, wir schwimmen in Geld. Alles gut. Das reicht lange nicht, Northbowman. Das ist zu wenig noch. Wir müssen noch viel mehr Geld zusammenkriegen. Wenn wir einmal wirklich aktiv nach einem Item rollen, ist Daniel in 5 Minuten pleite. Wann habe ich das letzte Mal aktiv immer und immer wieder, ohne aufs Geld zu gucken, nach einem Item gerollt? Ja, dazu versuche ich dich ja verzweifelt zu bekommen, ja. Dass wir rollen gehen. Das heißt, deine Antwort an Northbowman heißt, Daniel WB hat keine Geldprobleme, es sei denn, er fängt so an zu spielen, wie er nicht spielen möchte, wie ich es aber gerne von ihm hätte. Nein, nein. Ich sage mal so, es wäre schon schön, wenn wir mal irgendwann aktiv anfangen würden, nach Items zu holen, weil es halt wirklich was bringt und Anno 1800 auch so ausgelegt ist, dass man auf Items spielt. Und wenn wir jetzt aktiv diesen Weg gehen würden, würde das Geld nicht reichen. Aber Daniel, ist es genug? Ist dir die Antwort lieber? Alles gut. Okay, supi. Ah, jetzt habe ich wieder einen schönen Ohrwurm. Wieso denn? They see me rolling, they hate it. Ich denke bei Rollen immer an ein anderes Lied. Ja, weiß. So, jetzt brauche ich dringend Ulmen. Ich habe so lange keine Ulmen mehr gesehen. Die werden jetzt hier einmal durchgezogen. Ja, bitte mehr Ulmen, Daniel. Ich liebe Ulmen. Ja, Ulmen werden jetzt erzeugt. Hier links fehlen noch ein paar Sträßchen. Dafür sorgen wir jetzt auch. Alles gut. Und jetzt werden wir gleich wieder feststellen, wir bauen hier echt eine mega große Stadt auf. Und jetzt machen wir aber auch ein paar. Wir haben hier genug Steine oben, noch ein paar bessere Straßen hin. Damit die Gebäude auch eine höhere Reichweite haben und alle hier versorgt werden. Bis hier unten geht's hin. So, Dille. Hier geht's runter. Gibt es noch ein Problemchen? Das Gebäude war mal zerstört. Hier gibt es Fischprobleme, aber die werden sich ja bald gelöst. Ja, ich habe schon die neuen Karren losgeschickt. Prima. Guter Mann. Wir wollen noch ein paar Pflaster-Ziegelsteine hier raushauen. Alles gut? Ich denke ja. Hier können wir auch noch ein paar hinsetzen. Hier einen Stadtrand. Überall gute Ziegel. Straßen, ja. Hier machen wir eine hin, da machen wir noch eine hin. Dann kommt alles gut hier hin. Hier geht's noch hin. Crown Falls wird schön groß. Ja. So, jetzt haben wir gleich Unmengen an Bauern. Und jetzt müssen wir auch gleich wieder wahrscheinlich die Grundbedürfnisse steigern. Die Frage ist, reicht es mit den Fischen, reicht es mit der Arbeitskleidung? Die Leute haben ja nicht so wahnsinnig viele Bedürfnisse, aber die sollten befriedigt werden. Markt reicht immer. Wirtshaus, Schnaps, die sollten wir auch mal einen Blick drauf werfen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt demnächst Schnapsprobleme. Das sind die Konsumgüter, den Schnaps haben wir hier, er nimmt kontinuierlich ab. Aber da können wir ja vorsorgen, denn ich glaube hier vorne, hier hatten wir die Schnapsproduktion. Ganz genau. Hier ist es. Es wird gerade etwas an dich herangetragen, Wetting Bro. Es wird gerade gesagt, es wird ein Vorschlag gemacht im Twitch-Chat, den ich unheimlich niedlich finde. Es wird mich gerade gesagt, Vorschlag, gönn dir doch noch eine Mini-Insel und setz allen Mods darauf ein Denkmal. Das könnte ich machen. Oh ja, bin ich für. Wir werden heute massiv gelobt. Vielen, vielen Dank für dieses viele Lob an uns. Ich glaube, ich kann im Namen aller Mods sprechen. Das bedeutet uns sehr viel. Dankeschön. Und auch wenn Ivy schon für mich mitgesprochen hat, sage ich auch nochmal Danke. Ich glaube, ihr werdet auch so viel gelobt, weil ich euch so wenig zu Wort kommen lasse heute. Wahrscheinlich. Mhm.
Ich möchte davor noch zitieren zu der Aussage gerade am Anfang, bevor wir angefangen haben zu streamen. Liebe Co-Mods, ich werde mich heute etwas zurückhalten und mehr für mich spielen. Zitat Ende. Genau, das habe ich anfangs gesagt, weil ich, es war sehr turbulent gestern mit dem Calypso-Stream bei Worms. In Worms, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute bin ein bisschen erschöpft nach Hause gekommen und heute habe ich hier, ich lebe ja in der Großstadt und es war heute etwas krass hier. Stadtfest um die Ecke und feierwütige Nachbarn. Wie heißt nochmal diese Internetplattform, wo man Leute kurzfristig in Wohnungen reinbucht? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wo die Mietswohnungen weggehen für Leute, die kurzzeitig reinkommen und denken, ich habe ja keine Nachbarn, sondern ich bin ja am Ballermann. Du meinst Mietnomaden? Ja, nee, nicht Mietnomaden, ist was anderes. Wie heißt nochmal die Plattform im Internet, wo man... Jetzt verstehe ich, was du meinst. WBNB, schreibt Leon Drill, genau. RBNB, genau. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist halt mein Verdacht. Drei feierwütige junge Frauen, ein Balkon unter mir, die zuerst heute Mittag, ich weiß nicht wie lange, sich freundschaftlich angebrüllt haben, eine halbe, eine Dreiviertelstunde lang, weil sie verschiedener Meinung darüber waren, ob man etwas mit verheirateten Männern anfangen darf. Und dann später haben sie dann angefangen, sich wieder versöhnt, Schlagerlieder zu hören und mitzubrüllen, nicht mitzusingen, sondern zu brüllen. Und eben sind sie dann brüllend über die Straße abgezogen zum Stadtfest, das auch noch um die Ecke stattfindet. Und ich bin innerlich leicht, ich möchte mir einen etwas ruhigeren Stream mit euch heute erlauben und hoffe, dass ihr das mitempfinden könnt. Ich finde, da hast du dir aber mit Anno auch das richtige Spiel in und der mit Tat. Ivy und mir auch die richtigen Co-Mods für ausgesucht. Genau. Und für Nipno, ich sag's dir nochmal, falls du es gerade nicht gelesen hast, Daniel spielt jetzt weiter. Ich mache kurz Anno an 1800 und teste das für dich, okay? So, genau. Wir wollen hier noch ein paar schöne Sachen bauen. Ivy geht testen. Gucken, ob wir da zwei ineinander finden. Die Antwort ist ein gepflegtes Nein. Aber wir setzen die einfach so rum hin. Ja. Nummer 1. Ein zweites hierhin. Wir haben jetzt eine Schnapsbrennerei zu viel. Drei zu viel. Wir produzieren, haben einen Überschuss an Kartoffeln produziert. Den wir jetzt abbauen. Genau. Werden aber trotzdem ein bisschen mit Kartoffelhöfen gleich nachrüsten. Ich verrate dir mal ein Geheimnis, Daniel. Man kann ja auch die Produktivität von Gebäuden verändern. Das kann man in der Tat. Weil das mache ich manchmal tatsächlich in meinen eigenen Partien auch, dass ich sage, ach ja, hier, ich gebe, damit hier die Leute ein bisschen zufriedener sind, gebe ich denen hier von dem Gebäude dann doch eins mehr, mache ein bisschen die Produktivität runter. Also ich spiele mit diesem Tool, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gerne mit diesem Produktivität verändern. So, hier haben wir jetzt stehen, zwei Schnapsbrennereien. Eins, zwei, da die dritte. Und sagen wir mal, zwei weitere Kartoffelhöfe, dann sollten wir in der Balance sein. Und zumindest einen erstmal kurzfristig. Den stellen wir hier vorne hin. Hier kommt der nächste hin. Ach, Micha, ja. Micha sagt gerade, dann explodieren doch aber die Gebäude, wenn man die hochdreht. Ja, das von dem Gerücht habe ich auch schon gehört. Ist bei mir noch nie passiert. Dafür gibt es Apfelbäume und dafür gibt es Apfelbäume und Feuerwehren. Und passiert das nicht, dann kannst du ja hochdrehen. Jetzt bauen wir ein bisschen die Ecke hoch. Wir machen das so. Schön. Kartoffeln, soweit das Auge reicht. So ist das. Bis zum Rand hier hoch. Vier können wir noch setzen. Dann hier bitte noch. Dann machen wir noch ein bisschen Platz mehr. Damit wir hier um die Ecke bauen können. Damit wir hier eventuell noch später eins hinsetzen können, wenn wir das wollen. Hier geht's jetzt hoch. Aber natürlich, Chipmunk, wir haben ein ganz spezielles Auswahlverfahren, damit nur die dümmsten Bauern die besten Kartoffeln machen. So ist das. Hier geht's noch hoch.
jetzt wir haben nennen ja es das Schweizer 40. Verfahren. Das ist ja böse. Entschuldigung, wenn er die Frage stellt, muss ich den erbringen. Ja, Chippy hat sich vorhin zu Besuch bei mir gerade kurz unbeliebt gemacht. Wir wurden gelobt und Chippy schreibt in Chat, die Mods waren auch mal besser. Ja, das ist, weißt du, Ivy, das ist alles Strategie. Du musst mir überlegen, wir zwei, wir haben hier gerade eine geniale Dynamik mit Daniel zusammen. Und der Chippy, der will einfach mal wieder selber gerne Co-Mod sein. Darf er auch. Der geht ja immer arbeiten. Wenn er endlich mal diesen Job niederlegen würde, wäre das alles kein Problem. Dann könnte er auch wieder mitmoderieren. Stimmt, ja. Hast recht. Ne? Erwerbsarbeit wird echt überbewertet. Ja, wer braucht jetzt schon eine Arbeit? Finde ich auch. Totaler Quatsch. Auch kein Mensch. So, zurück zu den Kartoffelfeldern. Die sind jetzt hier alle angelegt. Hier ist genug Platz, um eventuell noch weitere Höfe hinzusetzen. Das haben wir jetzt auf Vorrat gemacht. Wir hatten kein akutes Schnapsproblem, aber es zeichnete sich ab, dass eins entstehen wird, wenn wir hier weiter expandieren. Und wir haben hier expandiert. Wir checken nochmal, wie weit die hier außen alle erreicht werden. Das klappt knapp, aber funktioniert. Eine zukünftige Knappheit wurde vorausgesagt. So sie wurde prophezeit. Hier können wir auch noch ein bisschen was füllen. Sudele. Das sollte eigentlich ausreichen. Und hier machen wir das auch. So, es werden noch ein paar Sträßchen hier gelegt. Hier ebenfalls. So, alles gut. So machen wir das. Wunderbar, wunderbar. Dann klauen wir uns per Klonen noch ein paar von diesen Bäumchen hier. Nein, von denen hier vorne. Und pflanzen die hier hin. So noch. Und hier vorne. Ja, das sieht auch durchaus so aus, dass man sagen kann, da würde ich auch gerne wohnen. Also ich würde da gerne wohnen. Ich kann mir das auch vorstellen. So, das haben wir doch vernünftig hinbekommen. Wir werfen einen Blick, ob alles gut erreicht wird. Ja, ja, ganz knapp. Hier unten wird es ein bisschen enger, was geht. Da wird es auch ein bisschen hellgrün, sehr hellgrün, aber es sollte funktionieren. Was wir machen können, ist die an der Ecke eventuell hier hinten hinpacken. So. Aber es sollte alles gut hinhauen. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein wenig Ziegelsteine ausgeben wollen. Doch, Genstab, die Bauern brauchen Marktplätze. Ja. Definitiv sogar. Weil daher bekommen die ja das ganze gute Zeug. Genau. Wo alle Leute, egal welche Die Handwerker brauchen keine mehr. Ja, keine Märkte? Handwerker. Die Handwerker brauchen keine Märkte mehr. Ab Handwerker könnt ihr, also wenn ihr es richtig geschickt macht, könnt ihr Märkte und Wirtshäuser abreißen für die Handwerker. Nicht die Gebäudebedürfnisse ändern sich. Daher mein Tipp für euch, baut sie in die Mitte und setzt dann einfach die Handwerker und die Investoren und die Ingenieure immer oben an den Rand. Und dann habt ihr dann die Gebäudebedürfnisse quasi aufsteigend nach oben, wie ihr sie braucht. Und ihr könnt das effektiver nutzen und braucht die Gebäude nicht mehrfach. Daniel, die lassen sich immer alles dann per Dampfwagen liefern, weißt du? Deswegen brauchen die keinen Markt mehr. Die Abhandwerker, also die Arbeiter brauchen ja noch. Und die Handwerker brauchen tatsächlich keinen Markt. Das ist ja ein Ding. Und woher bekommen die das Zeug? Die bekommen das hingebeamt oder was? Ja, sag ich doch, die kriegen das per Dampfwagen geliefert. Kennt man doch heute auch. Wir haben ein Bierproblem, das müssen wir erstmal ganz schnell beheben. Sonst läuft ja gar nichts mehr. Hört ihr mich nicht?
Doch, aber doch, ich muss mich um das Bierproblem schnell kümmern. Ach so, ich habe ein akutes Bierproblem. Alles gut, Daniel, nur du hast halt überhaupt keine Reaktion auf diese Aussage getätigt. Da dachte ich, ihr hört mich nicht. Nee, weil ich halt parallel zu dem, was wir gerade gemacht haben. Nee, ist okay. War nur zu. Wo kommt denn das Bier her? Das kommt doch alles sicher hier vom Getreide. Ja, natürlich. Das hier sind die Bäckereien. Hopfen. Eine Brauerei. Eine etwas kuriose Feststellung, aber hier, wo ich lebe, gibt es tatsächlich etwas, das nennt sich Karottenbier. Ich muss mich mal kurz, lass mich mal kurz hier mit den Zuschauern zusammen nachdenken. Wir haben also zwei Brauereien, haben wir auf der Insel. Wir brauchen Hopfen, da haben wir drei Plantagen, das Verhältnis ist eigentlich okay. Wir haben eine Melzerei, das Verhältnis stimmt eigentlich auch. Und Getreide haben wir mehr als genug, aber das Getreide wird auch vom Brot gekauft. Also in der Theorie stimmt das. Dann werfen wir einen Blick hier rein und checken. Also Bier ist klar, Bier haben wir nicht. Wir schauen mal bei den Zwischenprodukten nach. Das hier ist Malz. Bei Malz hapert es schon. Wir werfen einen Blick in die landwirtschaftlichen Produkte. Hopfen ist genug da. Getreide ist auch nicht da. Also Probleme liegen bei Getreide und bei Malz. Die Theorie, die ich jetzt aufstelle ist, Moment, Hopfen? Hatte ich gesagt, haben wir genug da? Das ist erstaunlich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Melzerei und wir brauchen eine weitere Getreidefarm. Das ist klar. Das heißt, wir setzen erstmal eine Melzerei. Hier oben ist Hopfen. Setzen wir mal... Reichen die Lagerhäuser hier aus? Ich würde noch eins dazu bauen, tatsächlich. Das hier stocke ich jetzt mal auf. Und dann setze ich eine Melzerei hier mal in die Mitte hin. Hier hin. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Getreidefarmen. Hier unten ist auch Hopfen. Ja, das war Quatsch. Also hier ist eine Hopfenplantage und hier sind zwei Hopfenplantagen. Drei hatten wir in Summe. Zwei links, eine rechts. Ja, kann man so machen. Dann gehen wir wieder in die Getreidefarm hin. Und die setze ich dann an den Rand. Nämlich ab hier. Hier eine Getreidefarm bitte. Ein Weg, der dort rüber führt. Und jede Menge Getreidefelder. Es fehlen noch ein paar. Hier füllen wir den Rand aus. Ein paar fehlen immer noch. Immer noch. Jetzt haben wir es aber gleich. Jetzt haben wir es hinbekommen. Das ist eine Getreidefarm. Ich glaube, wir setzen gleich noch eine zweite daneben. Mopsen uns die. Und stellen die ebenfalls hier hin. Drehen die einmal um die eigene Achse. Da sehen die aber völlig identisch aus. Das machen wir lieber so rum. Und... setzen ein Feld hier hin, eins hier hin und dann geht es wieder in die Höhe. So. Ich mach mal eine Sache, sicherheitshalber, damit, falls wir hier noch eine weitere Getreideform hinsetzen, mache ich hier mal einen weg, damit wir da keine Probleme bekommen. Dann können wir nämlich hier wieder hochgehen, notfalls. Wir sind hier oben, ziehen das hier runter. Zählen noch zwei kleine Felderchen, die kriegen wir auch noch voll.
Jetzt haben wir das geschafft. Hier fehlt noch ein Weg. Und jetzt kann der Karren gleich los. Alles prima. Wird kein leichter sein. Hier ist eine Lücke, wo gar nichts ist. Das nutze ich mal dafür, um einen Mini-Park anzulegen. Und dafür machen wir Folgendes. Wir ziehen die Melzerei. Apfelbäume. Die kommt hier hin. Und hier vorne, da machen wir einen kleinen Mini-Park. Aber keinen Park, wie man ihn in der Großstadt kennt. Selbst ein Weg wäre schon zu viel. Wir schauen lieber. Also Apfelbäumchen auf jeden Fall. Und vielleicht irgendwas in die Mitte der Apfelbäume. Blumenbeete? Weiß ich nicht. Was macht man denn auf dem Land? Eigentlich wird ja alles genutzt. Ein Denkmal. Ein Denkmal? Nein. Gartenbänke? Die Leute sind zum Arbeiten da. Was könnten wir da? Was würde denn passen? Auf dem Land hätte ich tatsächlich gesagt Apfelbäume und ein Brunnen. Ein einfacher kleiner... Oder das geht natürlich immer eine Reiterstatue. Nein, eine Reiterstatue geht. Passt auch nicht. Und auf dem Pferd sitzt natürlich WB. Ne? Und das Pferd ist auch kein Pferd, sondern ein Bulle. Wir machen in bester Sozialismus-Tradition, setzen wir ein Arbeiterdenkmal. Das ist das Denkmal des unbekannten, von WB geknechteten Arbeiters. Oder das nennen wir, das ist das Denkmal des unbekannten geknechteten Co-Moderators. Genau. Es kommt genau hier hin. Es ist auch, wenn man sich das anguckt, das Denkmal, dann ist auch nicht immer ganz klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Ganz genau. Das Denkmal des Bäckers wird vorgeschlagen. Also bin ich der geknechtete Moderator, Grimgar? Soll ich das so verstehen? Ich glaube, Grimgar will genau das damit sagen. Ich werde mich aus jeglichen Kommentar raushalten. Kein Kommentar. Und die Zeitung ist fertig, soweit ich sehe. Genau. Wir setzen hier noch ein paar Blumenbeete davor und dann war es das eigentlich. Finde ich sehr schön. Hier in die Ecke kann noch ein Brunnen hin. Aber dann haben wir es. Oder eine alte Tränke. Nee, lieber einen schönen Brunnen. So, das haben wir jetzt gemacht. Das schauen wir uns mal aus der Nähe an, während der Chat gleich ganz nervös wird, dass ich nicht in die Zeitung gucke. So sieht das Denkmal aus. Zum geknechteten, unbekannten Co-Moderator. Ob Mann oder Frau kann man nicht entscheiden. Bei mir tragen ja, das ist Kleiderordnung, alle Röcke und Gewänder, ob Mann, ob Frau. Es wurde vorher auch kontrolliert mit Webcam. Ihr habt ja eine einheitliche Uniform von ihr bekommen. Richtig. Insofern sieht diese Statue zweifelsohne Fox wie aus dem Gesicht und von der Statur geschnitten aus. Ich habe Fox ja kürzlich auch gezwungen, seinen Bart abzunehmen. Hey, weg da! Seinen Bart abzunehmen. So sieht unser Denkmal aus. Sehr schön. Wir gehen wieder raus und kümmern uns jetzt doch mal um die Zeitung, bevor die ersten Spitzenschreie kommen. Genau, sonst kommt gleich im Chat. Daniel, die Zeitung. Also, oh, das sieht ja super aus. Das lassen wir soweit. Wir haben zwar keine von diesen Bedürfnisvorteilen, aber Aufstandswahrscheinlichkeit gesenkt, Zufriedenheit bestens. Alles gut. Robin schreibt im Chat, eine alte Tränke für den alten Bullen. Hast du zweifelsohne auf den Punkt gebracht. Danke dir. Wird so veröffentlicht. Alles gut. Alles perfekt. Ich unterbreche kurz die Aufzeichnung. Denn das ist ja, finde ich, eine gute Gelegenheit, es zu machen. Und Stream läuft weiter. Wir machen in der klitzekleinen Pause. Genießen wir mal den lieblichen Ausblick hier. Sieht echt hübsch aus. Auf Plantagen, auf Farmen, auf Klippen im Hintergrund, auf zwei Windmühlen, die sich noch nicht mal synchron drehen, auf gleich zwei Lagerhäuser, auf das Denkmal des unbekannten Chatmoderators, Blumenrabatte, Bäume, Melzereien. Schöner Anblick.